regarde mais ça. Mais comment tu t'es débrouillé pour attraper froid quand il fait si chaud? Der Barbier von Sevilla. Sweeney Ott. Hof. Leiche. Oh, mit Rosen? Die Leiche eines Mannes, etwa 40 Jahre alt, liegt auf dem Boden mit durchschnittener Kehle. In seiner Tasche befindet sich eine Visitenkarte. Der unvergleichliche Bardot, Hauptdarsteller Theatergruppe von Amiens. Es war Armand der Vampir. Okay. Mann. 40. Weiß. Interessiert irgendjemand die Leiche? Muss mich jetzt allen Ernstes zum Blutfleck runter dingsen oder nicht so? Was haben wir hier? Mein Spinnensinn klingelt. Ein blutiges Flugblatt für die Aufführung von Der Barbier von Sevilla auf der Rue de Belliem 14 wirkt. Okay, und die Leiche. Also wollte jemand nicht belästigt werden? Das scheint mir gerade noch etwas seltsam zu sein. Schauen wir uns die Fallakten genauer an. Ich muss erstmal Hinweise sammeln. Ich folge mal der Blutspur. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Schon was verpasst? Nee, ne? Hier fängt das Blut an. Hallo! Arthur, der Schauspieler. Ich vermiete ihm ein Zimmer oben für seine diskreten Besuche. Heute Abend kam er mit Blumen und sagte, eine junge Dame würde bald folgen. Ich ging kurz nach hinten. Als ich zurückkam, lagen die Blumen hier verstreut, bis hinaus auf die Straße. Dann kam ein Mann in schäbiger schwarzer Kleidung, wie ein Student, die Treppe heruntergerannt und verließ das Haus. Sehr merkwürdig. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Kommt drauf an, was du jetzt als schlimm definierst. Okay, wir haben jetzt schon zwei Orte, oder wie? Oh, da ist noch jemand tot. Er wurde gesweetert. Ein Spiel zu früh. Liebesnest, Rasierklinge. Eine blutige Rasierklinge. Bartho liegt tot draußen. Die Leiche eines Mannes, zusammengesackt in einem Stuhl, die Kehle aufgeschlitzt. In seiner Tasche befindet sich eine Visitenkarte. Laurent Doré, zweite Hauptrolle, Theatergruppe von Amiens. Okay. Wer ist denn jetzt die Drittbesetzung? Entschuldigen, der hat doch damit nichts zu tun. Was soll ich nur tun? Laurent schlug mich wieder und wieder, bis die Sache mit Barton zugab. Nun will er zum Liebesnest im Café, um ihn zu überraschen. Er hat eine Klinge mitgenommen. Ich fürchte das Schlimmste. Laurent. Okay, Moment. Du bist Laurent, angeblich. Und da draußen ist Barton, also sind beide tot. Es
Ist hier irgendwas im Liebesnest vorgefallen, das ich schon sehe? Da unten ist noch ein Flyer an der Wand, den hätte ich mir vielleicht durchlesen können. Ich bin Hercule Briglot. Café Liebesnest, Theaterposter. Der Barbier von Sevilla, eine moderne Inszenierung, die Theatertruppe von Amiens. Jede Nacht eine rüde Bla. Finde ich zur rüde Bla? Wie finde ich denn die? Rue de Debellium. Rue de Debellium. Gattos war das, glaube ich. Ich würde gerne wissen, wer die Dame ist, die das verfasst hat. Ich vermute mal, es ist die Dame. Wahrscheinlich hat Barton, Laurent die Kehle aufgeschnitzt. Dann ist Barton geflohen. Wahrscheinlich dann unterwegs verblutet. Vielleicht haben die sich gegenseitig einfach umgebracht. Ich muss einfach zu dieser Rüde sonst wie hin. Aber wie finde ich die? Indem ich den Hinweisen folge. Fünf von fünf gesammelt? Zwei von zwei gesammelt. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zur Rüde Bla zu gehen. Also es heißt eigentlich immer Rüde. Und nicht Rü Bla Bla Bla. Soweit ich weiß. Was soll das? Rede. Für wen hältst du dich, ja? Für deinen Untergang. Ich habe einen Mord gesehen. Ich kann ihn auflösen. Krieg ich dafür eine Waffe? Sag mal. Vielleicht teleportieren die mich dann zurück zu... Nee, du kommst mal zurück. Du siehst nämlich aus wie Mr. wie Doc. Hallo. Hallo. Ja, du. Genau du. Du siehst aus wie Doc. Du brauchst gar nicht so wegrennen. Komm zurück. Ist mal lustig, wenn Charaktermodelle geklont werden. Ja, du mich auch. Ich dachte, hier ist gerade ein bisschen mehr Flair angesagt. Wenn ich jetzt noch die Frau tot finde, dann habe ich gar keine Spur mehr. Un moment. Was haben wir hier? Ein Stapel von Kostümen für der Barbier von Sevilla. Dazu eine Liste von benötigten Kostümen. Das Kostüm des Armstudenten fehlt. Okay. Also im Gewand des Armstudenten hat jemand offenbar die beiden umgelegt. Es sei denn... Ja, wie sieht so ein Student aus? Es wurde was von wegen schwarz gekleidet gesagt, ne? Wenn ich der Aussage vertrauen darf, gehen wir doch nochmal in die Datenbank und gucken, wie die Aussage war.
Hat oben ein Zimmer für diese Affäre vermietet. Gab einen Blumenstrauß angekommen und sagte, dass bald darauf eine Frau eintreffen würde. Der Kaffeeinhaber sei kurz herausgegangen und hat eine Rückkehr verstreute Blumen gefunden. Er gab an, einen Mann mit der schwarzen Robe eines Studenten die Stufe hinunter und aus der Tür laufen gesehen zu haben. Es muss irgendeine dritte Partei sein, die auch was mit der Affäre zu tun hat. Und da ist die Frau nun mal gerade am wahrscheinlichsten, finde ich. Noch einmal von vorn, bitte. Figaro, wer war es, mit dem du dort eben so eifrig gesprochen hast? Ein junger Schüler, sehr vielversprechend. Er ist sowohl talentiert als auch geistreich. Er spricht mit viel Finesse und, nun, wie du wohl gesehen hast, hat er äußerst reizende... Äußerst reizend, dessen sei versichert. Äußerst reizend. Doch er hat einen großen Makel, der sein Vorankommen behindern mag. Einen Makel, sagtest du, Figaro? Welchen Makel könnte er haben? Er ist verliebt. Gut, bis hierher. Wo sind die anderen Darsteller? Der schlimmste Makel, den du haben kannst. Ja, ich werde langsam sehr verbittert, ich weiß. Mein Name ist Pascal. Ich spiele meist die zweite Hauptrolle, obwohl ich der bessere Schauspieler bin. Bartol leitet die Truppe, also besetzt er sich selbst als Hauptrolle. Hauptrolle. Er kann sich kaum seinen Text merken. Er bandelte auch gern mit den Schauspielerinnen an. Höchst unprofessionell. Und recht unbeliebt. Laurent, um genau zu sein, hasst ihn sogar. Aber der ist selbst ein Schweinehund. Aha, hast du noch mehr für mich? Er bandelte auch gern mit den Schauspielerinnen an. Ja, wer würde das nicht tun? Geh weg. Dauernd werden hier Frauen ausgenutzt, weil man Macht hat. Schlimm. So, was haben wir hier? Freilauftheater, Requisitentisch. Ein Tisch voller Requisiten, dazu eine Liste der Requisiten, die für das Stück gebraucht werden. Die Rasierklinge des Barbiers fehlt. Wer hätte das gedacht? Oh, das ist gut. Neben Figaros Wagen, eine glimmende Feuerstelle. Neben der Asche befindet sich darin verbrannte Kleidung. Die ursprüngliche Farbe könnte schwarz gewesen sein. Weist irgendjemand von euch Verbrennungen auf? Es ist unwahrscheinlich, dass jemand so doof ist, aber... Wer weiß? Vielleicht? Anonyme Nachricht. Gefunden neben Roses Wagen. Keine Sorge, Rose. Die beiden Probleme werden gelöst. Okay. Rosie, komm mal her. Also nicht die, die wir eben gerettet haben, nehme ich an, sondern eine andere. Entschuldigt. Seid ihr Rose? Rose. Ei. Ich bin Rose. Ich trete seit einiger Zeit mit der Truppe auf. Ich bin mit Laurent vermählt und sorge mich um ihn. Weder er noch unser Hauptdarsteller kamen zur Probe. Doch falls er eintrifft, darf er euch nicht mit mir sprechen sehen. Er ist sehr, sehr eifersüchtig. Dann solltest du vielleicht nicht andauernd mit anderen Männern abhängen. Ist aber nur ein Tipp von mir. Ich bin der Schauspieler Ficaron, heißgeliebt von Marseille bis nach Genf. Wir sind eine sehr innige Theatertruppe, wir kommen gut miteinander aus. Obwohl, nun, Pascal kann schwierig sein und diskutiert ständig mit Bartol. Aber nichts Ernstes. Warum fragt ihr? Weil er gerade der Einzige ist, der irgendwie ansatzweise so aussieht, als könnte er irgendwas gemacht haben. Er bandelte auch gern mit den Schauspielerinnen an. Höchst unprofessionell. Und recht unbeliebt. Laurent, um genau zu sein, hasst ihn sogar. Aber der ist selbst ein Schweinehund.
une jeune bergère auprès de noirs cyprès, à l'écho solitaire, va compter ses regrets. Gut, er hat immerhin das Motiv, dass er die Rolle will. Und er hat sowohl die Erst- als auch Zweitbesetzung umgebracht. Und findet es hoch unprofessionell, dass die Schauspielerinnen mit ihm anbandeln. Weswegen wahrscheinlich die beiden Probleme aus dem Weg geräumt sind, damit sie sich auf ihre Rolle konzentrieren kann. Das wäre so das, was ich vermuten würde. Der Typ da, der scheint von all dem nicht wirklich was zu merken. Außer, oh ja, der ist manchmal ein bisschen... Aber irgendwie fehlen mir noch die Beweise. Ich habe bisher nur Vermutungen, das reicht mir persönlich nicht. Mir fehlt auch noch ein Hinweis, das ist gut. Das heißt, ich habe noch eine Chance, irgendwas zu finden, was das Ganze für sich entscheiden könnte. Die Kleidung wurde verbrannt. Wie gesagt, das muss irgendwie... Ist hier ein Arzt, der zufällig letztens etwas verarztet hat? Wo könnte das sein? Ich weiß, wonach ich suche. Irgendein Hinweis, der das Feuer mit einem der Leute in Verbindung bringt, wäre wahrscheinlich das ultimative Ding. Da. Freilufttheater, Rendezvous-Nachricht. Gefunden in Roses Wagen. Rose, mein Zuckerstückchen, triff mich heute Nacht am gewohnten Ort. Bitte diesmal keine Proteste. Ich kann dir alle Hauptrollen geben, oder aber, wenn du mir nicht entgegenkommst, überhaupt keine Rolle. Dein leidenschaftlicher Geliebter, Bardot. Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht. Gefunden im Roses Wagen. Keine Sorge, Rose. Deine beiden Probleme werden gelöst. Naja, das schließt im Prinzip sie aus. Ich kann einfach zurückgehen. Und den Typen beschuldigen. Neben Ficarons Wagen. Also das würde für ihn sprechen im Prinzip, weil das... Es ist neben seinem Wagen. Aber reicht nur, dass neben seinem Wagen ein Feuer ist, aus, um ihn zu überführen? Das ist ein Indiz, ja. Ich bin der Schauspieler Ficaron, heißgeliebt von Marseille bis nach Gent. Wir sind eine sehr innige Theatertruppe, wir kommen gut miteinander aus. Obwohl, nun, Pascal kann schwierig sein und diskutiert ständig mit Bartholz, aber nichts Ernstes. Warum fragt ihr? Er wirkt halt überhaupt nicht so. Das Einzige, was dafür spricht, ist halt da, das Ding. Das ist wie das Kostüm des armen Studenten. Was hat der Typ nochmal gesagt gehabt? Deine beiden Probleme werden bald gelöst. Vor Rose Wagen. Gab ein beliebter Schauspieler zu sein. Merkte, eine Truppe käme gut miteinander aus. Weist die Ausnahme hin, Pascal und Barton hätten sich oft gestritten. Pascal spielt die zweite Hauptrolle, behauptet aber besserer Schauspieler als Bartow der Hauptdarsteller zu sein. Bemerkte, dass Bartow der Anführer der Truppe sei, gab an, Bartow hätte Affären, Schauspielen gehabt, gab weiter an, dass Laurent Bartow Gaster verunglimpft hat. Oh, das klingt halt...
Okay, also Barto hat sie eindeutig unter Druck gesetzt. Die Rasierklinge haben wir gefunden. Ja, wenn er uns mehr zu dem Mann sagen könnte, das wäre eine coole Sache. Kann er aber wahrscheinlich nicht. Der saß in einem Stuhl und wurde aufgeschlitzt. Okay, aber es war Laurent, der da hingegangen ist, wenn wir nach der Nachricht gehen. Aber der ist ja auch nicht runtergekommen. Also Laurent hat sich die Klinge geschnappt und ist los. Er hat sich aber nicht das Kostüm geschnappt. Wäre ja auch dämlich gewesen, er sitzt da ja rum. Vielleicht haben die sich einfach gegenseitig umgebracht, aber das kann ja nicht sein. Weil einer ist ja geflohen mit der Kutter, also muss es noch eine dritte Partie gegeben haben. Der einzige, den ich jetzt wirklich zutrauen würde, dass er beide umlegt, ist halt der Typ, der sowieso schon die Meinung hat. Die Frage ist halt nur, würde er den nächsten in der Gruppe anschwärzen? Der jetzt eigentlich nicht so wirkt, als hätte er gegen irgendjemanden Groll, auch wenn... Es ist ein Stufe 1 Fall, ich gehe mal von offensichtlichen aus. Was soll's? Andererseits... Der da oben ist noch viel höheren Ross. Ich bin der Schauspieler Ficaron, heißgeliebt von Marseille bis nach Gent. Wir sind eine sehr innige Theatertruppe. Wir kommen gut miteinander aus. Obwohl, nun, Pascal kann schwierig sein und diskutiert ständig mit Barto. Aber nichts Ernstes. Warum fragt ihr? Ja, ich meine, wenn er noch nicht mal die Sache zwischen Barto und Laurent mitbekommen hat, dann ist er wirklich sehr naiv, würde ich meinen. Das heißt, wenn er sagt nichts Ernstes, könnte es dramatisch sein. Das oder er lügt mich gerade an. Er bandelte auch gern mit den Schauspielerinnen an. Höchst unprofessionell. Und Barto ermorden? Wäre es mir in den Sinn gekommen, hätte ich es womöglich getan. Aber es kam mir nicht in den Sinn. Ich bin der Schauspieler Ficaron, heißgeliebt von Marseille bis nach Gent. Wir sind eine sehr innige Theatertruppe. Wir kommen gut. Ihr seid ein kluger Mann. Es war meine beste Rolle. Ich wartete, bis Laurent Barto tötet. Dann tötete ich Laurent. Jeder Mann mit einer Schwester würde genau dasselbe tun. Ah, Schwester. Das Detail muss mir entgangen sein. Verdammt. Gut, wir hätten also doch das Tatendies neben seinem Wagen nehmen sollen. Mist.
Ich muss gleich nochmal durchgehen, die Indizien, ob es dafür ein Indiz gab. Ah, hallo. Welche Freude, den Mann zu sehen, wegen dem ich hier bin, wo ich leider keine Zuschauer habe. Du hast doch genug Zuschauer hier. Schauspieler, dir würde ich allesamt einen Kopf kürzer machen. Nehmt, was euch gefällt. Die teuerste Waffe, die ich finden kann. Klinge, ha? Zeige mir diese doch mal. Willst du mich verarschen? Na, okay. Blablabla, 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 zerknüllte Nachricht. Ja gut, irgendwer muss er das... Ja, aber... Da stand nirgendwo, dass die miteinander verwandt ist, sind. Mist. Man hat eine Leiche in den Katakomben gefunden. Vorsicht, passt auf, dass ihr euch dort nicht verirrt. Ich würde euch ja eine Karte geben, doch leider gibt es keine. Hat der ein Passwort zu den Katakomben? Zwielichtige Gestalten in dem Fall, hm?